Dann versuchen wir es wieder mit unserer Getriebeklasse. Zweiter Startversuch. Wieder geht es über 15 Runden und natürlich bleiben jetzt die Lücken dort, wo die Fahrer, die nicht mitfahren können, eben stehen würden. Hoffentlich geht dieses Mal alles gut. Und dann ist es der Simon Rechenmacher, der jetzt am besten wegkommt, der hier den besten Start erstmal hinlegt und die Führung übernimmt in diesem Lauf für die 15 Runden, die jetzt kommen. Aber hinter ihm Daniel Stell unterwegs, dann Claudia Henning, die jetzt ein bisschen zurückfällt. Da ist noch nicht so ganz die Einigkeit und in der Schikane geht Daniel Stell sofort in Führung. Während hier der Carlos Rheinstein zum Zuschauen verdammt ist, wenn er schon beim Start hier nicht loskommt. Also, dann schaut er zu, was seine Kollegen machen und das machen eben wir jetzt auch. Daniel Stell, wie gesagt, kommt als erster aus dieser Runde zurück vor Simon Rechenmacher und Claudia Henning. Hinter Claudia Henning, Lukas Schabinskas unterwegs, Emanuel May und Lukas Schächer. Und jetzt probiert es wieder Simon Rechenmacher, dieses Mal bei der Zufahrt zum Innenraum. Drückt er sich bei Daniel Stell durch, übernimmt wieder die Führung. Eine ähnliche Situation hatten wir im ersten Lauf bereits. Da hat aber der Daniel Stell gleich einmal 4 Plätze verloren, fiel bis auf Platz 5 zurück, weil eben das Kart sich ein bisschen schräg stellte. Aber er konnte dann nach vorne fahren und dann diesen Lauf gewinnen. Wie sieht es jetzt aus nach dieser zweiten Runde? Also wieder Simon Rechenmacher vorne. Ja, auf Platz 3 schaut sich das Ganze die Claudia Henning an, was die beiden denn dort vorne machen. Und Daniel Stell, ja, man kann sagen, bremst sich hier hinein auf die erste Position. Und übernimmt hier wiederum die Führung in diesem zweiten Lauf der Getriebeklasse. Ja, wie gesagt, beobachtet wird das Ganze von Daniel, von Claudia Henning. Emanuel May dahinter hat jetzt einen Platz einbüßen müssen auf Lukas Schabinskas, der jetzt auf die 4. Position gegangen ist. Und auch der Lukas Schächer geht vorbei am Emanuel May und Emma Felbermeier ist da ebenfalls mit integriert in diesen Zweikampf. Und das war jetzt eine ganz heiße Nummer von Emanuel May, der da von rechts nach links gewechselt hat. Und vor sich hatte er den Lukas Schächer, hinter sich die Emma Felbermeier. Und dazwischen ist er einfach durch diese Lücke von rechts nach links gewechselt. Also schwierige Situation jetzt auch dort hinten und Emma Felbermeier bekommt jetzt aber ebenfalls Druck durch Lukas Reiböck mit der 155. Ja, hier ist also noch eine Menge Musik drin nach diesen 5 gefahrenen Runden. Während vorne eigentlich so circa alles klar ist, geht es um Platz 5 noch richtig heiß her. Lukas Schächer verliert jetzt erstmal diesen 5. Platz an Emanuel May.
Und dann geht da auch noch immer Felbermayr mit durch diese Lücke hindurch. Damit ist also Emanuel May jetzt wieder der Anführer des Verfolgerfeldes, in dem munter die Plätze gerade gewechselt werden. Emma Felbermayr, da verbremst sie sich leicht, da verschaltet sie sich leicht, verliert an Schwung, fällt jetzt hier zurück auf Platz 10. Und damit vorne so ziemlich alles klar. Diese Gruppe, sie löst sich langsam auf, aber im Mittelfeld diese Gruppe, die bleibt weiterhin bestehen. Aufgelöst hat sich aber nach vorne auf jeden Fall Emanuel May und Lukas Reiböck, der Fahrer mit der Startnummer 7 und die 155, die weiterhin hier um Platz 5 fighten. Und Reiböck versucht vorbeizugehen an May, der kommt weit raus in dieser Kurve, kommt ins Grün, kommt gegen die Fahrbahnumrandung. Und da hat es ihm wohl einiges am Kart zerschlagen und dementsprechend für Emanuel May das Rennen in dieser 7. Runde vorüber. Kann sich noch zu unseren Streckenposten rüberretten und stellt dort dann das Kart ab. Ja, die Hälfte des Rennens ist vorüber. Daniel Stell führt mit 1,06 Sekunden vor Simon Rechenmacher und Claudia Henning. Lukas Schabinskas dann auf Platz 4 vor Lukas Reiböck und Luis Binder, Lukas Schächer und Emma Felbermayr. Ruben Wilk auf Platz 9 und Oskar Steinbach zur Hälfte auf Platz Nummer 10. Lukas Schabinskas fährt sich heran an Claudia Henning. Wird es da um Platz 3 jetzt ebenfalls noch einmal richtig spannend werden? Claudia Henning, die 2022 den Bundesendlauf gewinnen konnte als erste Lady in der Getriebeklasse überhaupt, war sie Siegerin im Bundesendlauf des ADACs. Und dahinter, wie gesagt, Lukas Schabinskas, der bei der RMC begonnen hat und dort 2019 die Juniorenwertung als Führender beendet hat am Jahresende, der 19-Jährige aus Altenstadt. Daniel Stell weiterhin weit in Führung. Er ist ja auch einer, der schon alles gewonnen hat. 2009 hat es angefangen, eben mit dem SAKC. Dann kam 2015 das ADAC Kart Masters, das er 2021 dann noch einmal gewinnen konnte. Aber heute ist er hier mit der Startnummer 109 als Gaststarter mit dabei. Und das heißt für Simon Rechenmacher mit der Startnummer 31, er kassiert die Punkte der Sieger des ADAC Kart Masters 2023. Und das Jahr davor, 2022, konnte er dieses ebenfalls für sich entscheiden. 2021 war Simon Rechenmacher Dritter des süddeutschen ADAC Kart Cups, den wir heute hier sehen. Noch 4 Runden zu absolvieren. Claudia Henning kann sich gegen Lukas Schabinskas weiterhin wehren, der immer wieder nochmal versucht, hier auf Platz 3 zu kommen. Platz 5, den hat im Augenblick mit der 155 Lukas Reiböck inne.
eigentlich auch ein relativ sicherer fünfter Platz für den Salzburger, der über Platz 2 in Wackersdorf noch nie hinausgekommen ist. Dieser zweite Platz, das war 2019 für Lukas Reibel. Also heute sieht es nach Platz 5 für ihn aus, jetzt da noch 3 Runden zu fahren sind. Auf Platz 6 momentan mit Startnummer 6 Luis Binder unterwegs, auch ein Fahrer mit viel Erfahrung, der bereits 2018 im SAKC mit dabei war, damals auf Platz 6 am Jahresende. Sein Vater, der Tobias, der war ja ebenfalls ein erfolgreicher Kartfahrer, schlüpft also in die Schuhe seines Vaters und hat hier in Wackersdorf als bestes Ergebnis einen dritten Platz im Jahre 2020 zu vermelden. Und dann viel Abstand zu Emma Felbermeier mit der Startnummer 27. In der Zwischenzeit Lukas Scherbinskas wieder näher dran an Claudia Henning. Und es ist die letzte Runde, die zu absolvieren ist. Während die meisten Plätze eigentlich deutlich bezogen sind, ist um Platz 3 das letzte Wort noch nicht gefallen. Und die Claudia Henning, das sieht man, die kämpft wirklich auf der letzten Rille, hat hier gerade in den Innenraum angebremst, das Kart nochmal richtig schräg gestellt, weil sie mit so viel Geschwindigkeit angekommen ist und dann eben starker runterbremsen musste. Jetzt geht's wieder in Richtung des sogenannten Sprunghügels. Dann kommt die Talkurve hoch zu Start und Ziel, wo bereits Daniel Stell die schwarz-weiß karierte Flagge sieht. Simon Rechenmacher auf Platz 2. Claudia Henning holt sich Platz 3 vor Lukas Scherbinskas und Lukas Reibeck. Luis Binder wird Sechster, Emma Felbermeier auf Platz 7, Platz 8 für Ruben Wilk, Oskar Steinbach auf Platz 9 und Maddox Wirtz kommt hier noch in die Top 10 als Zehnter.